läuft auch bei Satan. Man darf nicht dem Satan seinen Mund aufmachen. Er kann Amen sagen, fertig. Es gibt immer eine Sekunde, es gibt einen Moment in 24 Stunden, wo der Teufel, der Satan, diese Kraft hat, etwas Böses zu fangen und Amen zu sagen. Es gibt eine Kraft, es gibt diese böse Energie. Man muss aufpassen. Der Zohar HaKadosh sagt, wenn der Mensch flucht, bitte gut zuhören, ist wichtig zu wissen. Sobald der Mensch flucht, das, was er geflucht hat, sagt der Zohar HaKadosh, es passiert mit Sicherheit. Nur wen trifft es? Das ist die Frage. Chaim ve'amavet be'ad ha'lashon. Wir wissen nicht, was wir von uns geben. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Unsere Zunge hat Kraft, deswegen hat nicht umsonst hat der liebe Gott die Zunge in zwei Tore geschlossen. Zähne und Lippen. Drei Zähne genug, was? Nein, beides. Damit es von außen ausschaut, schön weich. Aber drinnen ist Hardcore, der Safe, die Zähne. So läuft deine Zunge. Aber warum? Die Zunge hat keine Knochen, sagt man. Wow, die Zunge kann solche Sachen machen. Ein falsches Wort, ein falscher Satz, Krieg wird ausgelöst.